Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 77 Diarium. Kurz vor 11 Uhr abends war Harry zu Hause eingetroffen. Er zog seine Jacke aus und nahm sofort das Tagebuch von Remus aus dem Jahr 1977 in die Hand. Doch irgendwas hinderte ihn daran, es zu öffnen. Er wollte den Teil nicht alleine lesen, falls er das, was er erfahren würde, nicht alleine ertragen könnte. Sich der späten Uhrzeit bewusst, fasste er sich doch ein Herz und flohte Hermine an. Etwas verschlafen meldete sie sich, sodass er aufgeregt erklärte: »Hermine, Remus hat mir eines seiner Tagebücher gegeben und er sagt, da steht das Schlimmste drin, was die Rumtreiber Severus jemals angetan haben. Ich will es nicht alleine lesen.« »Ich komme gleich«, sagte sie und verschwand aus seinem Blickfeld. Einige Minuten später erschien sie im Schlafanzug, mit Umhang und ihrer großen Tasche in seinem Wohnzimmer. Als Harry sie betrachtete, sagte er: »Ich wollte eigentlich, dass Ron auch mitkommt.« »Der übernachtet heute bei Angelina. Wäre angeblich von dort aus einfacher zum Training zu gehen, wer es glaubt«, kommentierte Hermine etwas zickig. »Wieso hast du mir nicht gesagt, dass du bei Remus gewesen bist und ihn wegen der Dementoren gefragt hast?«, fragte er seine beste Freundin, nachdem sie ihren Umhang ausgezogen und Platz genommen hatte. Sie räusperte sich und erklärte: »Ehrlich gesagt, hatte ich nicht damit gerechnet, dass du die Zeit finden würdest, vor dem Schulbeginn nochmal mit ihm zu sprechen, und da dachte ich, könnte ich das auch selbst erledigen.« »Gott, erinnere mich bloß nicht daran, dass morgen die Erstklässler kommen. Ich habe jetzt schon einen riesigen Bammel, das glaubst du gar nicht«, sagte Harry weinerlich. »Blödsinn, du brauchst doch keinen Bammel zu haben. Die werden dich höchstens bejubeln und alles toll finden, was du machst, selbst wenn du nur auf einer Bananenschale ausrutschst.« Harry verzog den Mund und schmollte, weshalb Hermine kurz auflachen musste, bevor sie sagte: »Ich wünschte, ich dürfte morgen auch zur Zeremonie und ein wenig zuschauen. Mich interessiert das Lied, das der Hut sich für das neue Schuljahr zusammengereimt hat. Irgendwie fehlen mir die jedes Jahr«, sagte sie schwärmend. »Frag doch Severus, der wird bestimmt nichts«, Hermine unterbrach ihn und erinnerte daran. »Schon vergessen, ich bin stinksauer auf ihn und weiß noch nicht einmal, wie ich ihm morgen überhaupt gegenübertreten werde, ob ich ruhig bleibe oder, wie du immer so schön sagst, vielleicht sogar austicke.« »Du bist schwer zu handhaben, wenn du austickst, Mine. Ich hoffe, ihr könnt in Ruhe miteinander reden. Ich habe ihn ja gefragt, warum er dich beobachtet hat, und er sagte, er hat dafür selbst keine Antwort«, erklärte Harry, doch Hermine schnaufte nur ungläubig. »Ehrlich, er hat auch extra betont, dass er nichts im Schilde führte. Ich glaube ihm, Mine. Seine Augen... Er wusste nicht, warum er bei dir stand, aber irgendwas muss das ja ausgelöst haben.« »Harry«, sagte sie drohend, »es ist mir so verdammt egal, ob er es selbst weiß oder nicht. Er ist erwachsen und weiß, dass man so etwas nicht macht.« Sie raufte sich die buschigen Haare, bevor sie noch wimmernd anhängte. »Ich habe die ganze Zeit über in der Bibliothek mit mir selbst gesprochen und er muss alles gehört haben. Nein, es ist unentschuldbar, sich mir gegenüber so verhalten zu haben. Als seine Schülerin erwarte ich, dass er mir zumindest ein kleines bisschen Vertrauen schenkt. Ich denke, ich werde ihn morgen darauf ansprechen. Aber ich werde warten, ob zuerst was von ihm kommt. Ich muss mir irgendeine Taktik überlegen.« Wobble brachte den beiden aus der Küche noch eine große Kanne mit heißer Schokolade, was Hermines Wunsch gewesen war, und ein paar Orangenkekse, die Harry sich gewünscht hatte. Mit der süßen Unterstützung machten es sich die beiden im Schneidersitz auf der Couch gemütlich, so dass sie sich nahe gegenüber saßen. »Den 24. Dezember, sagst du?
Und da hat er über den 23. Dezember 1977 über den Weihnachtsball geschrieben? Dann fang mal an, Harry, lies laut vor. Forderte sie, während sie eines der kleinen Kissen von der Couch nahm und es sich in den Schoß legte. Harry wollte gerade beginnen, da blätterte er vor und versicherte, »Ich will nur mal sehen, wie lang der Eintrag ist.« Er blätterte und blätterte, bevor er sagte, »Um Gottes Willen, sind ja doch einige Seiten und das nur über einen Tag? Wenn ich nicht mehr kann, dann liest du weiter, okay?« Sie nickte, sodass er begann, aus dem Tagebuch vorzulesen. 24. Dezember 1977. Es gibt Tage, die möchte man am liebsten aus seinem Leben auslöschen. Gestern war für mich so ein Tag. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin völlig durcheinander und morgen ist auch noch Vollmond, was die Sache nicht gerade erleichtert. Weihnachten wird mir das erste Mal bewusst durch meinen Fluch vermiest. Ich hasse es zu sein, wie ich bin. Harry schluckte und bat Hermine darum, etwas von der heißen Schokolade einzuschenken, bevor er mit dem Lesen fortfuhr. Gestern war der Weihnachtsball. Es hätte mein schönster Tag werden können, aber Linda lag auf der Krankenstation. »Wer ist Linda?« fragte Hermine, obwohl ihr klar war, dass er das auch nicht wissen konnte. »Keine Ahnung. Wird wohl das Mädchen gewesen sein, mit der er zum Ball gehen wollte?« Er räusperte sich, suchte die Stelle und las weiter. »Auf der Krankenstation, weil sie gestern früh auf dem gefrorenen See eingebrochen ist. Sirius hat gleich gesagt, es wäre doch sehr verdächtig, dass gerade Severus den Unfall beobachtet und sie aus dem Eiswasser gezogen hätte.« Hermine stutzte und reichte Harry die Tasse Schokolade, bevor sie selbst einen Schluck nahm und fragte, »Snape als Lebensretter?« Harry leckte sich nach einem großen Schluck Kakao die Lippen und erwiderte, »Warum nicht? Wäre ja nicht das erste Mal, oder?« »Was soll das heißen?« fragte sie zurück. »Mal von den vielen Situationen abgesehen, in denen er dir das Leben gerettet hat, ich spreche auf die mysteriöse Person an, die dir zwei Stärkungstränke auf der Versammlung der Mischwesen gegeben hat, nachdem Kaides...« Sie unterbrach ihn, führte eine Hand an ihren Hals, an welchem sie den weißen Seidenschal trug, und bat darum. »Wäre nett, wenn du diesen Namen nie wieder erwähnen würdest.« »Werde ich nicht. Er ist sowieso tot,« konterte er gedankenlos, sodass ihre Augen ganz groß vor lauter Unglauben wurden, denn davon wusste sie nichts. Daraufhin erklärte er kurz, »Er war der Einzige, der an dem Tag gestorben ist, Hermine. Der Einzige.« Nachdem sie sich gefasst hatte, fragte sie, »Warum glaubst du, dass Snape auf der Veranstaltung gewesen war und den Vampir überwältigt hat?« »Ich für meinen Teil weiß, dass er es war. Er hat's mir nämlich erzählt. Hat mit irgendeinem komischen Trank für Vampire zu tun, weswegen er ihn treffen wollte. Kannst ihn ja morgen selbst fragen,« empfahl er mit einem Lächeln. »Den Teufel werde ich tun,« murmelte sie, bevor sie ihn aufforderte, weiterzulesen. »Linda ist heute noch immer nicht aufgewacht. Gestern nach dem Unfall hat Madame Pomfrey gleich gesagt, den Ball am Abend wird sie nicht besuchen können. Die Lust auf den Ball ist mir sofort vergangen, aber alle lagen mir in den Ohren, ich dürfte den Weihnachtsball nicht einfach sausen lassen. Dann hat Sirius eine seiner dummen Ideen gehabt. Ich sollte es doch wie er machen, hat er vorgeschlagen, aber das wollte ich nicht. Ich bin einfach nicht der Typ, für den die Mädchen ihren Freund kurzfristig sitzen lassen würden. Außerdem finde ich so etwas gemein und würde es nie tun. Ich habe gesagt, wenn überhaupt, dann gehe ich ohne Mädchen hin. Es hätte mir gereicht, wenn ich ab und zu mit Lilly hätte tanzen dürfen. Ab unserem ersten Ball in der 4. Klasse hat Lilly immer mit mir getanzt, selbst wenn jeder von uns eine eigene Begleitung für den Abend gehabt hatte. Es hätte sie dieses Mal bestimmt auch wieder getan, auch wenn sie mit James zum Ball verabredet war.« Hermine räusperte sich, bevor sie einwarf. »Wow, hört sich an, als ob er in sie verliebt gewesen war.« »Ja, war er. Hat er sogar schon zugegeben,« sagte Harry grinsend. Harry biss von einem Orangenkeks ab und las, nachdem er geschluckt hatte. »Der Unfall mit Linda hatte sich schnell in der Schule herumgesprochen. Die meisten glauben, dass Severus sie in den See gestoßen hat, um sich an mir zu rächen. Er wäre der Typ dafür, sagt Sirius.
Ich hab's für Blödsinn gehalten, aber Sirius hat die Sache sehr ernst genommen. Tagsüber sind schon die ganzen Pärchen, die dann abends auch zusammen zum Ball gehen würden, turteln durch das Schloss gelaufen. Bei dem Anblick hatte ich gar keine Lust mehr auf den Tanz. Ich war so geknickt wegen Linda und dem nahen Vollmond, dass ich mich in unseren Schlafsaal zurückgezogen habe. Peter ist zweimal vorbeigekommen und hat gefragt, ob ich was von seinen Gummischnecken abhaben möchte oder mit ihm Karten spielen will. Sonst hat er es immer geschafft, mich aufzuheitern, aber dieses Mal nicht. Von seiner Tasse nahm Harry noch einen Schluck, während Hermine die Zeit nutzte, um zu sagen: Ist schon blöd, beim Weihnachtsball alleine aufzutauchen, obwohl man ja eigentlich jemanden hatte, mit dem man hingehen wollte. Tut mir echt leid. Ich weiß noch, wie schwer es für mich war, während des Trimagischen Turniers überhaupt irgendein Mädchen zu finden. Das ist wirklich nicht leicht, wenn man etwas... Harry hielt inne, aber Hermine beendete seinen Satz: Schüchtern ist. Wortlos nickte Harry und fuhr dann fort. Gestern so um 3 Uhr nachmittags kamen James, Sirius und Peter und erzählten, dass sie ein Mädchen für mich gefunden haben, die mit mir zum Ball gehen möchte. Brenda Brewer, Ravenclaw. Die sagte mir auf Anhieb gar nichts. Die drei haben gedrängelt und ich habe dann zugesagt, um meine Ruhe zu haben. James, Sirius und Peter haben schon sehr früh angefangen, sich herauszuputzen. James hat ständig über seine Haare geflucht. Ich ging die Sache gelassen an, weil ich immer nur an Linda denken musste, die ich keine Ahnung hatte, wer Brenda war oder ob wir überhaupt miteinander auskommen würden. Trotzdem wusste ich, dass sie für Linda nur ein kümmerlicher Ersatz sein würde. Ich hatte im ersten Moment gedacht, sie müsste hässlich sein oder an einem Gebrechen leiden, wenn sie keinen Jungen für den Ball gefunden hätte. Die ersten beiden Seiten waren zu Ende, sodass Harry umblätterte, er sich jedoch nicht nehmen ließ, noch einmal einen Keks vom Teller zu stibitzen. Er schluckte und räusperte sich, bevor er weiterlas. 2 Stunden vor dem Ball waren wir alle schon fertig angezogen. Wir gingen runter, um vor der großen Halle auf die Mädchen zu warten und um uns über die anderen Pärchen lustig zu machen. Sirius war völlig aufgedreht. Wieder einmal hatte er kein Mädchen gefragt, ob sie mit ihm zum Ball gehen wollte, aber das hatte er jetzt vor. Hier konnte er sich den Vogel mit dem hübschesten Gefieder aussuchen, wie er es immer so schön sagte. Denn jetzt waren ja auch alle Mädchen richtig rausgeputzt. Selbst aus Mauerblümchen sind Prinzessinnen geworden. Peter und ich verdrehten nur die Augen, als Sirius mit offenstehendem Mund die Mädchen begaffte, um sich eine auszugucken. Sein Auge fiel auf ein Mädchen namens Pamela, die auch aus Ravenclaw stammte. Mit ihr hatte er schon einige Male geliebäugelt, aber sich nie getraut, sich ihr zu nähern. Ihr Freund war nämlich ein ziemlich großer Kerl aus Slytherin, aber dieses Jahr war er zu Weihnachten und zum Ball nicht da. Pamela hatte sich bei irgendeinem anderen Ravenclaw untergehakt, ging dann aber einige Schritte weg, um mit Freundinnen zu reden, und da sah Sirius seine Chance. Schon war er drüben bei ihr und führte sie heimlich weg. Wir drei haben ihn nicht mehr gesehen. Ein Mädchen kam mit Roland und Clarissa zusammen auf uns zu. Clarissa flüsterte ihr etwas ins Ohr und zeigte in meine Richtung, und da wusste ich, dass das Mädchen Brenda sein musste. Sie war ein wenig mollig, hatte aber ein wirklich hübsches, fröhliches Gesicht. Ihre dunklen, langen Haare hatte sie sehr hübsch nach oben gesteckt. Linda wollte ihre Haare für heute Abend eigentlich auch so tragen. Brenda war schüchtern, stellte sich aber uns vor. James grinste nur die ganze Zeit über und zwinkerte mir zu. Peter ließ seine Augenbrauen auf- und abtanzen. Irgendwie war der Abend bis dahin, entgegen meinen Erwartungen, schön. Sirius kam tatsächlich mit Pamela am Arm auf uns zu und stellte uns seine Begleitung vor. Der Junge, mit dem Pamela eigentlich zum Ball gehen wollte, hat Sirius noch eine ganze Weile böse angestarrt, bevor er gegangen ist. Mir tat er sehr leid, aber mit Sirius will sich nun einmal niemand anlegen. Ich auch nicht. Wir 8, denn Lily und Peters neue Freundin Elizabeth waren auch gekommen, haben uns noch eine Weile unterhalten, bis die Lehrer in die große Halle baten. Wir haben die anderen vorgehen lassen, weil besonders Sirius seinen großen Auftritt haben wollte. Alle, die schon in der Halle waren, guckten natürlich immer wieder zur Tür, um die eintretenden Paare zu bewundern, deshalb wollten wir ziemlich zum Schluss reingehen. Harry räusperte sich, weil sein Hals langsam rau wurde und er um eine weitere Tasse Kakao bat. Hermine schenkte ihm ein und bot dann an, weiterzulesen. Er reichte ihr das Buch und sagte: Der letzte Satz unten rechts und dann umblättern. Sie nahm einen Schluck Schokolade und las mit ihrer warmen Stimme vor. Peter und Elizabeth waren schon durch die Tür gegangen. James und Lily standen vor Brenda und mir, Sirius und Pamela hinter uns. James legte Lillys Arm um seinen und wollte gerade in die große Halle gehen. Da hören wir ihn rufen: Severus. Wir sollen stehen bleiben, rief er.
James tastete seine Taschen ab, aber er hatte seinen Stab vergessen. Sirius und Peter hatten ihn ebenfalls nicht in ihren Anzug gesteckt. Nur ich war nicht zu Gedanken verloren gewesen, aber ich habe ihn nicht gezogen. Cyrus hatte ja auch keinen in der Hand. Sirius blaffte ihn sofort an und drohte, er solle bloß keinen Aufstand machen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was hier los war, aber ich habe bemerkt, wie Brenda mich in die große Halle ziehen wollte, um der Situation zu entgehen. Severus war stinksauer. Er riss Brenda am Arm herum und fragte sie, was das werden sollte. Erst da zog ich meinen Stab und sagte, er solle meine Begleitung in Ruhe lassen. Still las Hermine ein Stückchen weiter und sagte: Oh nein! Was? Was ist? Lies schon! Ich hab auch laut vorgelesen, forderte Harry neugierig. Nachdem sie sich nochmals geräuspert hatte, las sie weiter. Cyrus war völlig aus dem Häuschen. Er hat mich angesehen und sagte mit schmerzverzerrtem Gesicht, dass Brenda nicht meine Begleitung wäre, sondern seine. Er war richtig wütend und wie es aussah, galt sein Zorn ihr allein, nicht mir und nicht einmal Sirius. Dabei waren die beiden Todfeinde. Ich habe geglaubt, wenn das, was er behauptet, wahr wäre, dann hätte er auch allen Grund dazu, sauer zu sein. Er zischelte leise und erklärte mir, dass er seit über 4 Wochen mit Brenda zum Ball verabredet gewesen wäre. Hinter mir waren Peter und Elizabeth noch einmal nach draußen gekommen, weil wir uns so lange Zeit gelassen hatten, und Peter murmelte etwas von 4 Wochen an der Nase herumgeführt. Ich bekam plötzlich ein ganz schlechtes Gefühl. Ich fragte Brenda natürlich gleich, ob das wahr wäre, und sie biss sich nur auf die Unterlippe und nickte. Ich habe meinen Ohren kaum trauen können und meinen Augen schon gar nicht, als sie einfach mit den Schultern zuckte, als wäre ihr das völlig egal. Sirius ließ die ganze Sache wieder einmal eskalieren. Er hat Severus provoziert und ihm Schimpfworte an den Kopf geworfen. Viele der anderen Schüler, die noch draußen waren und den Streit miterlebten, sind stehen geblieben und haben gegafft. Sirius hat das Publikum genutzt, um Severus vor allen fertig zu machen. Unter anderem hat er gesagt, dass es kein Mädchen gäbe, das sich mit so einem hässlichen Vogel wie ihm freiwillig auf einem Ball sehen lassen wollte. Und dann haben natürlich einige Schüler darüber gelacht. Er sagte noch Dinge, die so verletzend waren, dass ich sie nicht einmal niederschreiben möchte. Ich hätte Sirius am liebsten das Maul gestopft, aber er hat mich und meine Einwände nicht einmal beachtet. Brenda und Pamela haben nur blöd gekichert. Lily ist eingeschritten und hat Sirius zurechtgewiesen. Er wurde etwas ruhiger, weil sie auch Vertrauensschülerin ist, so wie ich. Nur hat er vor ihr mehr Respekt als vor mir. Dann hat sie Brenda zur Rede gestellt und gefragt, ob Severus die Wahrheit sagt. Brenda verzog den Mund und hat dann überhaupt nichts mehr dazu gesagt, aber sie schaute immer wieder verzweifelt zu Sirius hinüber und da ahnte ich, dass sie sie überredet haben musste, heute mit mir zum Ball zu gehen. Sie hat nur wegen Sirius zugesagt und nicht wegen mir. Wahrscheinlich hatte er irgendwelche Versprechungen gemacht. Ich wollte Brenda schon freiwillig abgeben und bin einen Schritt zurückgetreten. In dem Moment, wo ich mich bei Severus entschuldigen wollte, und zwar so laut, dass es alle hören würden, da haben Sirius und Severus sich plötzlich angeschrien und sich gegenseitig an den Festumhängen gepackt. Die Meute um uns herum hat Sirius angefeuert. James und ich wollten die beiden gerade auseinanderbringen, da hat Sirius Severus einfach die Treppe hinuntergestoßen. Wieder haben alle außer James, Lily und mir darüber gelacht und ihn verspottet, dabei hätte er sich sonst was brechen können. Unten an der Treppe hat Cyrus mich noch böse angeschaut. Es tat mir alles so leid. Hätte ich mich nur nicht überreden lassen, zum Ball zu gehen. Innehaltend nahm Hermine einen Schluck von der heißen Schokolade, bevor sie mit bebender Stimme weiterlas. Severus ist aufgestanden und hat gehumpelt, als er weggegangen ist. Er musste sich beim Sturz den Knöchel verstaucht haben. Jetzt war ich auch stinksauer und habe zu Brenda gesagt, dass ich mit einem Mädchen, das im Innern so hässlich ist wie sie, nicht auf den Ball gehen werde. Ich hatte mich schon zum Gehen umgedreht, da höre ich Sirius lachend sagen, dann hätte er heute eben 2 Bräute. Weder Pamela noch Brenda haben sich daran gestört. Beide hakten sich bei ihm unter und er stolzierte so angeberisch wie damals Lucius durch die große Flügeltür und badete sich in den fröhlichen Pfiffen und Zurufen der anderen, die ihn auch wegen der beiden Mädchen bewunderten. Unten an der Treppe habe ich mich umgedreht noch einmal hochgesehen. James und Lily standen immer noch oben und haben ganz ernst zu mir heruntergesehen. Sie haben wahrscheinlich überlegt, mit mir zu gehen, aber das wollte ich nicht. Zumindest die beiden sollten etwas Spaß haben. Lily hat noch zaghaft gewinkt, bevor ich um die Ecke gebogen bin. Ich habe noch geschaut, ob ich Severus irgendwo sehe. Ich wollte ihm erklären und mich entschuldigen, aber da war er schon über alle Berge. Ich bin dann in den Gemeinschaftsraum gegangen, habe mich wieder umgezogen und mich vor den Kamin gesetzt. Ins Bett gegangen bin ich noch, bevor der Ball zu Ende war. Das war gestern und gestern war schon schlimm genug. Momentan sitze ich in der heulenden Hütte und verstecke mich vor allem, nur um ein Ruhetagebuch zu schreiben. Jetzt, nachdem ich das alles aufgeschrieben habe, fühle ich mich noch mieser. Das heißt doch eigentlich, ein Tagebuch zu führen, soll einem das Gewissen erleichtern. Bei mir hilft es jedenfalls nicht. Ich glaube, das war das Schlimmste, was wir Severus je angetan haben. Heute früh habe ich Linda, sie hat geschlafen, im Krankenhausflügel besucht und mir gleich noch von Madame Pomfrey den letzten Wolfsbandtrank abgeholt. Da sehe ich Severus in einem der kleineren Räume, in denen Madame Pomfrey immer ihre Tränke braut. Er stand dort mit seinem Hauslehrer und die beiden haben irgendeinen Trank für Madame Pomfrey gebraut.
Durch den Türspalt habe ich gelauscht und mir ist das Herz fest stehen geblieben. Slughorn hat ihm 50 Hauspunkte gegeben und zu ihm gesagt, dass er wirklich stolz auf ihn wäre. Stolz, weil Severus gestern nach dem Unfall so schnell geschaltet hatte und noch bevor man den Pumphrey die Diagnose überhaupt beendet hatte, mit einem frisch gebrauten Trank aufwarten konnte, der Linda, meine Linda, vor dem Erfrierungstod bewahrt hatte. Gott, ich fühle mich so schlecht. Ich möchte bis zur Abschlussprüfung am liebsten niemanden mehr sehen. Aber Tatze hockt schon vor der Tür und fiebt und winselt, dieser verdammte Köter. Ich möchte nur noch hier in der Hütte bleiben, nicht vor allen Menschen verkrauchen. Ich wünschte, ich hätte einen Zeitumkehrer, denn damit würde ich das Desaster von gestern rückgängig machen, aber das geht nicht. Das Schlimmste ist, dass ich weiß, dass ich das nie wieder gut machen kann. Ceres hat meinem Mädchen das Leben gerettet und dafür habe ich ihm seins weggenommen. Wie soll man so etwas wieder in Ordnung bringen? Harry seufzte, bevor er mitfühlend sagte: Harter Tobak! Einen Moment später fügte er unsicher an: Aber soll das das Schlimmste gewesen sein, was sie mit Severus gemacht haben? Nickend sagte Hermine: Das war wohl die bösartigste Steigerung ihrer langjährigen Streiche. Aber das Schlimmste? Fragte Harry ungläubig. Hermine zuckte mit den Schultern und erwiderte: Remus empfand es jedenfalls als das Schlimmste. Wahrscheinlich, weil es für ihn unerträglich gewesen wäre. Das heißt aber nicht zwingend, dass Snape es auch so sehen würde. Aber ich verstehe Remus. Er konnte sich schon immer gut in Menschen hineinversetzen und er wird deswegen gewusst haben, wie verletzend dieses Erlebnis für Snape gewesen sein muss. Es schien Harry nicht in den Kopf zu gehen, weswegen Hermine empfahl: Harry, versuch dir mal dein peinlichstes oder schrecklichstes Erlebnis ins Gedächtnis zu rufen, das nicht mit Voldemort zu tun hat. Er grübelte lange, denn die meisten schlimmen Erlebnisse waren eben jene, die Voldemort und dessen Angriffe betrafen. Mühsam machte er gedanklich Abstriche und kam zu dem Schluss: All meine schlimmsten Erinnerungen haben irgendwie mit Voldemort zu tun, Mine. Zum Beispiel, als mich alle gehasst haben, weil ich plötzlich Pasel gesprochen habe und niemand mir mehr getraut hat. Das war wirklich schlimm. Oder beim Trimagischen Turnier, als alle die Anstecker mit Potter stinkt getragen haben. Das Einzige, was mir sonst noch einfällt, das kaum mit Voldemort zu tun hat, war die Sache mit Joe. Ich hatte mich endlich getraut, sie zum Ball einzuladen, und da sagte sie, sie hätte schon jemand anderem zugesagt. Das hat wirklich wehgetan. Verstehst du jetzt, worauf ich hinaus will, Harry? Herzschmerz. Das kann einem nämlich mehr Qualen bereiten als die Begegnung mit einem Werwolf. Die Intrigen gegen Snape haben an diesem Abend ihren Höhepunkt erreicht. Sirius wusste zu dem Zeitpunkt offensichtlich, wie er Snape am schlimmsten treffen kann. Und nur deswegen hat er es getan, um ihn zu verletzen. Harry schüttelte ungläubig den Kopf. Doch Hermine seufzte daraufhin, bevor sie erklärte: Stell dir mal vor, du hättest seit über 4 Wochen mit Ginny eine Verabredung zum Weihnachtsball und du freust dich wie ein Schneekönig, weil endlich mal alles so in deinem Leben klappt, wie du es immer erhofft hast. Dann kommt kurz vor dem Ball Malfoy vorbei, macht Ginny schöne Augen und schnappt sie dir vor der Nase weg. Und zwar so, dass alle anderen das mitbekommen und dich auslachen. Jetzt sag mir, wie du dich da fühlen würdest. Ich würde Ginny ins Gunhilda von Gorsemore Sanatorium einweisen lassen und Malfoy einen Kinnhaken verpassen. Oder besser, dich dafür vorschicken? Sagte Harry mit einem Schmunzeln. Nein, im Ernst, ich verstehe, was du meinst. Weißt du, ich war so froh, als ich nach Hogwarts gekommen bin und mich niemand hier kannte. Naja, meinen Namen vielleicht, aber nicht mich. Damals hat Dudley mich mit seinen Jungs immer verprügelt, wenn ich nicht schnell genug die Beine in die Hand genommen habe. In der Grundschule war ich ein Außenseiter und eine Zeit lang haben die Mitschüler aus meiner eigenen Klasse mir auf der Toilette aufgelauert und meinen Kopf in die Kloschüssel gesteckt und gespült. Ich konnte mich nie wehren. Die waren immer zu viert. Harry stutzte nach seinen eigenen Worten. Und Hermine zog eine Augenbraue hoch. Jeder war gegen dich und alle haben dich fertig gemacht, Harry. Deine Verwandten, deine Mitschüler, Dudleys Bande. Hattest du Freunde? Sie wartete keine Antwort ab, sondern sagte: Nein, hattest du nicht.
Ich will mir gar nicht vorstellen, was aus dir geworden wäre, hättest du nie einen Brief aus Hogwarts erhalten. Sagte sie innehaltend, weil sie an seinem Gesichtsausdruck erkannte, dass er nun endlich verstand. Harry konnte sich mit einem Mal in Severus hineinversetzen. Er konnte verstehen, was 7 Schuljahre Tyrannei bei einem jungen Menschen anrichten konnten. Über den Vorfall mit Brenda Brewer hätte er hinwegkommen können, wenn das eine einmalige Angelegenheit gewesen wäre. Aber in Severus' Fall stellte das nur noch den Tropfen dar, der das Fass zum Überlaufen brachte. Einen Moment ließ Hermine ihn noch nachdenken, bevor sie neugierig fragte. Hat Sirius jemals eine Abreibung dafür bekommen oder ist er mit diesen Dingen immer durchgekommen? Ich vermute, er ist damit durchgekommen, entgegnete Harry, wie aus der Pistole geschossen. Ach ja, Hermine, Remus weiß nicht, dass du auch... Das weiß ich doch, Harry. Ich vermute nicht, dass Remus gesagt hat, du dürftest den Inhalt seines Tagebuchs in einer kleinen Lesung in der großen Halle preisgeben. Keine Angst, von mir erfährt er nichts. Beruhigte Hermine ihn. Harry schlug das Tagebuch zu und legte es auf den Tisch. Beide ließen das, was sie eben erfahren hatten, erst einmal sacken, bevor Harry versicherte. Ich kann das jetzt so gut nachfühlen, wenn man das mit mir gemacht hätte. Mir mein Mädchen am Tag des Balls ausgespannt hätte, dann wäre ich auch verbittert. Mit einem Keks in der Hand vermutete Hermine laut. Naja, so ein Erlebnis kann für einen jungen Mann natürlich negative Auswirkungen auf seine Weiterentwicklung haben, besonders mit den ganzen Streichen, die ja vorher schon stattgefunden haben. Wie meinst du das jetzt wieder? Fragte Harry nach. Hermine seufzte, bevor sie sagte. Man muss nicht Psychologie studiert haben, um gewisse Dinge zu ahnen, Harry. Ein Kind von 11 Jahren, das keine Freunde hatte und sich über 7 Jahre lang fast täglich mit Anfeindungen konfrontiert sehen musste, entwickelt sich bestimmt anders als andere Kinder. Der Streich mit Brenda fand auch noch in der Pubertät statt, in der schwierigsten Zeit der Entwicklung, in der man am verletzlichsten ist. So ein Schlüsselerlebnis, wie wir es gerade gelesen haben, ist sehr prägend und kann ausschlaggebend für eine charakterliche Veränderung sein, Harry. Zitternd atmete Harry ein und aus, bevor er fragte, meinst du damit, das war der Moment in seinem Leben, in dem er sich dazu entschlossen hat? Todesser zu werden? Womöglich ja. Die jugendlichen Motive liegen jedenfalls klar und deutlich auf der Hand. Rache. Er wollte Freunde haben oder zumindest jemanden, der ihn nicht verlacht. Er wollte vielleicht, dass man sich vor ihm fürchtet. Schließt man sich den Mächtigen an, wird man nicht mehr so leicht von anderen herumgestoßen. Oder hättest du jemals gewagt, einen Todesser die Frau auszuspannen? Harry schüttelte den Kopf, so dass Hermine weiter vermutete. Es sah zumindest nach dem, was im Tagebuch stand, nicht danach aus, als wäre er zu dem Zeitpunkt schon Todesser gewesen. Aber ich kann mich auch irren. Er hat sich möglicherweise etwas später dazu entschlossen, vielleicht sogar gleich nach diesem Erlebnis. Aber so etwas ist doch kein Grund, sich Voldemort anzuschließen, wollte Harry dagegenhalten. Warum nicht? Als Teenager ist man doch sowieso völlig durcheinander, wenn ich mich so an Ron und dich zurückerinnere. Sie schüttelte vorwurfsvoll den Kopf und Harry war froh, dass sie keine Beispiele nannte, bevor sie fortfuhr. Was meinst du, warum sich Jugendliche in der Muggelwelt so leicht von Sekten bequatschen lassen? Die versprechen doch auch nichts anderes. Anerkennung, Macht, Reichtum. Voldemort hat da auch sehr viele junge Anhänger rekrutiert. Malfoy zum Beispiel. So viel älter war der auch nicht, als er sich denen angeschlossen hat. Man muss nur die richtigen Worte finden, um jemanden umgarnen zu können. Und dann kann man ganz leicht jemanden für sich und seine Sache gewinnen. Meinst du nicht? Fragte Hermine. Harry konnte nichts mehr erwidern, sondern blickte nur auf das Tagebuch. Es kribbelte in seinen Fingern, noch ein wenig darin herumzustöbern. »Wollen wir noch etwas lesen?« fragte er sie zögernd. Sie nahm das Buch vom Tisch und sagte schelmisch lächelnd. »Ich werde es mal schnell durchgehen und nach dem Namen Severus Ausschau halten. Wir wollen ja schließlich nicht alle von Remus' peinlichen Erinnerungen durchkauen, oder?«
Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.